Wolfram, ich habe die Bereiche Umwelt und Landwirtschaft mitverhandelt und auch Bauen. Ich erzähle euch jetzt, was wir im Bereich vor allen Dingen Umwelt und Landwirtschaft erreicht haben. Natürlich erstmal den Klimaschutz, dass der jetzt wirklich ernst genommen wird. Und das bedeutet, der kommt als Staatsziel in die Verfassung. Und wir werden aber auch ganz konkret ein Klimaschutzgesetz machen, was die einzelnen Maßnahmen umschreibt. Im Bereich Umweltschutz geht es wirklich darum, dem Artensterben zu wirken. Das kriegt man nicht mit einer Maßnahme hin, sondern da muss man wirklich viele Dinge tun. Dazu gehören etwa Biotopverbund oder Stärkung der Akteure, die aktiv Naturschutz auf der Fläche machen. Aber genauso auch, dass die Kommunen endlich wieder Baumschutzsatzungen erlassen können. Auch das machen wir wieder möglich. Wir haben im Bereich Landwirtschaft die Reduktion der Pestizide drin. Auch das dient dem Naturschutz, ist aber auch ein wichtiges Instrument in der Landwirtschaft selbst, um die auch wettbewerbsfähiger zu machen. Und da geht es dann eben auch darum, wirklich regionale Wertschöpfungsketten zu verstärken. Es geht darum, dort mehr Tierschutz, mehr Ökologie, mehr sozialen Ausgleich reinzubekommen. Und wir haben uns auch vereinbart, wenn es um europäische Fördermittel geht, dass es künftig genau um eine Lenkung in diese Richtung geht. Wir haben das ganze Thema Landgrabbing drin, wie wir gucken, wie wir Hofnachfolgen anders regeln, wie wir es schaffen, dass Investoren, die nicht zur Landwirtschaft gehören, eben sich nicht mehr in diesem Ausmaß in diese Flächen einkaufen wie jetzt. Da wollen wir ein Agrarstrukturgesetz machen und wollen auch die Vergabe von Flächen des Landes einfach gezielt in die Richtung lenken für die Landwirtschaftsbetriebe, die einfach wirklich einen Mehrwert für dieses Land bringen. Wir haben den ganzen Bereich Tierschutz nicht nur in der Landwirtschaft wie gehalten, sondern auch Tiertransporte, dass dort diese Missstände, die dort jetzt herrschen, beendet werden. Wir haben einen Tierschutzbeauftragten verhandelt und in der Tierhaltung, all das, wo man Tieren Dinge abschneidet, ohne dass es eigentlich einen medizinischen Grund dafür gibt, dass das ausläuft und vor allen Dingen nicht mehr ohne Betäubung stattfindet, wenn es denn überhaupt noch stattfindet auf dem Weg dorthin. Wir haben auch zum Thema Gewässer auch Verbindungen zur Landwirtschaft, natürlich die Reinheit der Gewässer, diese ganzen Nitratbelastungen, Schadstoffbelastungen, aber auch die Renaturierung unserer Fließgewässer ist ein riesiges Thema, was wir jetzt vereinbart haben an Gewässern selbst, aber auch mit auch neuen Schutzgebieten entlang von Gewässern, was drinne steht. Und nicht zuletzt auch der ganze Bereich ökologisches Bauen, der einige Dinge zusammenbringt, nämlich etwa, was machen wir mit unseren Wäldern, auch dem Holz, was wir dort jetzt rausholen für den Waldumbau, dass wir das CO2, was drin gebunden ist, jetzt künftig besser verbauen. Da müssen wir an die Bauordnung ran, müssen aber auch als Freistaat mit Vorbild vorangehen. Auch das haben wir reingeschrieben in den Koalitionsvertrag. Ich denke, das war ja jetzt auch noch lange nicht abschließend von Dingen, die wir dort wirklich rausverhandelt haben. Das sind so viele wirklich gute grüne Punkte. Es gibt viele gute Gründe, diesem Koalitionsvertrag zuzustimmen.